Du kannst ja nicht wegen, heute ist ja nicht. Ich bin der Einzige, der heute streamt. Ja, das meinte ich ja. Man sieht nur dich, Stefan? Ja. Ah ja, ja, ist okay. Wie denn sonst? Ich meine, wir haben es ja, das schafft man nicht. Ist okay. Brauche ich heute gar nicht so ein leidendes Gesicht aufsetzen. Du musst doch nicht, ne? Ja. Das ist so wie beim Boyband-Casting. Da gibt es doch so die verschiedenen Typen. Ja, ja, ja. So, der Alte, der junge Blonde, Schüchterne, der Rapper. Der Rapper. Der Rapper hat übrigens gerade ein paar Probleme, glaube ich. Achso, ja. Wer ist denn der Rapper bei uns? Nee, der echte Rapper. Ich schreibe mich nicht ab. Ich war nicht immer. Meinst du jetzt beim Backstreet Boys oder was? Nee, ich meine den ja aus Templestone, Alter. Nee, der kommt aus Lichterfelde, wenn du Anus meinst. Ja, und echt, ja, aus Lichterfelde. Ja, der kommt, ja. Ein Freund von mir, der war mit dem auf der Schule zusammen. Das Thema will ich ja live im Internet, das kriegt ja keiner mit. Wunderbar. Denn ich habe Anus, also ich habe Bushido letztens in so einem kleinen Café, da war es halt letztens, schon wieder ein halbes Jahr her, in einem Café, das heißt, nah am Wasser gebaut, das ist am Weigandufer. Ja. Ganz ja, schönes, lustiges, kleines Café, wo man frühstücken kann. Das und dann hast du früher gewohnt, oder? Da habe ich früher gewohnt, Harter Straße. Dann saßen wir da am Tisch, war alles wunderbar, ein Sonntag, ganz entspannt. Auf einmal geht die Tür auf, drei bepackte Männer kommen rein. Ja. Alle gucken schon, was denn da los. Die kommen rein, observieren den Raum, haben alle auch so einen Knopf im Ohr gehabt, haben dann einen Tisch hinten im Café besetzt. Dann kam kurz danach Bushido, also Anus Fershichi und seine Anna Maria, also seine Frau, die kam rein mit irgendeinem anderen Typen noch und hinter denen nochmal drei vom LKA. Und der Laden war wirklich, also war super positiv an dem Tag und als die dann reingekommen sind, also so negative Vibes, war ganz schlimm. Aber es ist so ein also, ja, ja. Hast du jetzt mal Abu Chaka angerufen, oder? Nee, naja, aber alle. Ja, hier ist er. Alle Augen waren natürlich auf die gerichtet und seine Frau, die wollte dann mal draußen einen rauchen gehen und dann ging das natürlich nicht, ohne dass nicht drei von den Bodyguards da mitgegangen sind und es war wirklich ganz schlimm. Also, der hätte ja wirklich, der Typ, der hätte in jeden anderen Laden gehen können, ja, und dann geht er in so ein kleines Independent-Café irgendwo in der Nähe zwischen Kreuzberg und weiß nicht, Kriegslos, das glaube ich. Ja, der will einfach einer vom Volk sein, ganz nah dran. Ja, genau, richtig, ja. Aber ich finde, das ist eine schöne Geschichte, der die Frage ist nur, warum, was du da gemacht hast. Ich war da frühstücken. Ah ja. Mit meiner Freundin und den Eltern meiner Freundin. Ja, er auch. Ja. Die gehören wahrscheinlich alle schon zur Familie vom LKA. Oh, scheiße, das wird ja auch geil, wenn du so ein Bad Boy bist und dich vom LKA beschützen lassen musst. Also, naja, da wird es dann schon einen Grund geben. Ja, mit Sicherheit. Noch 7 Minuten bis zum Pairing Screen. Mir ist schon klar, dass ihr alle von dem Bordstein zur Skyline und wieder zurück wollt, aber da ist nicht wirklich Skyline heute. Hier. Von daher. Hallo. Wer macht denn den Count? Hallo, ist da jemand? So muss ich hier arbeiten. Wer macht denn bitte den Countdown? Und wer hat denn im Blick, dass wir 12 nach losgefahren? Daniel würde ich sagen, oder Sepp. Also irgendjemand, der noch nicht da ist. Oh, Benni, sich. Benni, das ist heiße Kuchen. Ja, der so gehässig lacht da im Hintergrund. Also niemand. Unser Startzeit ist gehässig. 20:54, oder? Ja. Ja. Müssen wir jetzt mal rechnen hier. Ich muss erstmal den M. Richter hier auf Distanz halten. Aber ich kann immer näher, der Arsch. Zu spät. Verdammt. Oh. Rote Zahl, sehr gut, Micha. Was ist los, Benni, hier? Ah, ich kann nicht mehr. Aber ich merke mir das für später, Micha. Freu dich schon mal drauf.
Alle da fast. Noch 6 Minuten. Ich lasse dich nochmal rankommen. Ah, oh, ist aber lieb. Wo seid ihr denn? Atopia. Ach echt? Ich bin ja schon hier im Pen. Ja, nein, ich bin schon im Pen. Du bist im Pen, ehrlich? Oh. Ja, stimmt, da bist du, ich seh dich. Hallo. Sieg! Ja, der zweite löst ja die erste Zeit aus, Micha. Frontbike ist heute angesagt, ne? Ja, ich fahr Super Six mit Scheibe, weil wir wollen alles kriegen, was ich kriegen kann. So. 600 Meter nehme ich noch mit. Dann stelle ich mich auf das Mountainbike vom letzten Mal. Ah. Gute Wahl. Aber heute ist wieder ohne Power-Ups, oder? Ja, ohne, genau. Ja. Heute ohne Power-Up, heute ist einfach nur mit Gas. Heute nur Datteln. Nur Datteln, genau. Geil wäre es auch, wenn es das mal als Laufstaffel gäbe. Nein, besser nicht. Als Staffel, als Teamzeitfahren. Als Staffel, Teamzeitfahren. Na, Christian, dann musst du zu Runde und dann. Dann musst du zu unserem nächsten BRC on the Run kommen. Ja, genau. Jetzt sind wir schön Gruppe gelaufen. Ja. Ich glaube auch im Dresdner Raum gibt es auch so einen Wettkampf. Ich glaube 42 Kilometer. Dann halt Vollgas rennen oder Fahrrad fahren. Ja, ihr guckt auf die Uhr, wa? Ich gehe noch mal kurz. 3 Minuten. Ich geh noch mal Abendbrot essen. Okay. So, ist das aber La Bomba fährt nicht bei uns, oder? Wo fährt La Bomba? Wir sind ja eh die Vorletzten. Ist ja egal. Na, irgendein Schwedes. Ach nee. Das ist SZ. Ja, ja, okay. Und wenn wir so viele vor uns haben, dann können wir natürlich auch durch sehr oft mixed in Vienna bei uns. Egal. Also wenn wir welche einholen sollten, können wir natürlich auch davon Mannschaften beziehen, aber wir sollten uns tatsächlich nicht von den ablenken. Das haben wir heute mal gut gemacht. Und es geht gleich los, ne? Also es geht gleich los, 6 Watt. 6 Watt großes Blatt. Ja, 6 Watt großes Blatt. So wie Pogacar, 6,8. Wen haben wir denn jetzt eigentlich alle? Sind jetzt Sven jetzt mit oder nicht rein? Nee. Okay. Einer ist da noch sehr laut mit Windgeräuschen. Ja, das bin ich, ich mögen es jetzt. Da ist Daniel noch. Sepp, müsst ihr gleich noch kommen, oder? Ja, ich bin schon da. Ah, okay. Ah, ja. Aber wir machen den Countdown.
Right on! Wir machen den Countdown. Okay, keiner. Ich kann auch einen Countdown machen. Eine Minute jetzt. Nee, mit nachher für die 12. Ja, schon klar, aber jetzt eine Minute bis Perry. Ja. Soll ich den Countdown machen nachher? Ich mach mal hier. Mal, lass mal einen Timer auch nochmal mitlaufen. Die 30 Sekunden bis Pairing. Können Sie hier einfach eine Eieruhr daneben stellen. Genau. Gute Alter. Einfach mal hier jetzt noch so einen Timer mitlaufen und dann mal sehen. 6, 5, 4. The race has started. The race has started, tatsächlich. Jesus, Mary Jane. Stellen Sie alle im Fan. Dennis wird erstmal gefeatured jetzt beim Stream heute. Nice, ein Stein. So, habe ich was verpasst? Sind wir alle da? Ja. Oder seid ihr schon losgefahren? Gleich weg. Die müssen alle noch. Noch 10 Minuten, oder? Ja, 10:05. Alles klar. Da habt ihr im Griff, ja? Sind wir 7 oder 8? Wie? Müssten 8 sein, oder? Ich habe jetzt gerade im Fan nur 7 gezählt. Na, dann werden wir vielleicht nur noch 7 sein. Aber. Muss ich selbst auch noch mitzählen, Micha. Ja, hab ich gehört. Genau, man muss sich selbst mitzählen. Habe ich auch nicht vergessen. Ja, nee, habe ich. Hab ich durchgescrollt. Micha, zähl dich auch mit. Noch 9 Minuten. Habt ihr alle was zu trinken? Lesen hier.
viele sind wir jetzt im Rennen eigentlich? Wie? Von uns? Wir sind 8 im Chat. Okay. Stefan Rauschenbach. Wo ist er? Ja, stimmt. Sind 8. Okay, aber das ist richtig. Alle relativ ruhig jetzt, ja? Ja. Aber ich glaube dann doch, mit selbst sind wir jetzt 8, ne? Auch am Pen. Ich fahr bis zum ersten Anstieg mit. Der kommt doch gleich, oder? Am Anfang. Der kommt sofort. Habe ich mir auch fest vorgenommen. Ja, jetzt sehen wir langsam, wie sie alle wegrollen hier, Stück für Stück. Sprichst du von Micha, oder was? Ich rede von allen anderen. Die kriegen alle so viele Ride und... Nein, aber Micha kann das auch nicht passieren, weil... Ja. So. Jetzt kommt das war dein Stichwort, Micha. Welche Taste war es nochmal? Alt F4. Genau. Gas geben. Nee. Ihr wisst ja, wie das geht. Aber das Publikum noch nicht. Die bestimmt zahlreich aktiv sind. Kann man das nicht verlinken? Es gab doch schon mal so ein paar Videos, oder? Ja, wir brauchen nur ein FAQ. Genau, wir setzen es unten in die Shownotes. Aber man kann aber auch einige Sachen so immer wieder, wie mit den Boybands, bei der Boyband werden ja auch immer, du wolltest jetzt sagen, diese Typecast für die Zielgruppensegmentierung, ja? Dass du für den Bad Boy hast, den schönen, den... Genau. So weicheren, androgynen Typen. Der Leidende. Genau. Das war ja bei NKO TV so. Und bei, oh Gott, wie ist denn die anderen, die Engländer? Komm, E17. Nee. Take that. Danke. Dancing. Take that. Step genau. By step. Und Kleinkind. Baby. Spice Girls. Ja, das war das andere, genau. Ich dachte, sowas gibt es ja heutzutage gar nicht mehr. 5 Minuten. Okay. MK4TV, mein lieber Mann. War das Marky Mark? Oder war Mark das der Bruder? Idol Joe. Nein. Das war Mark Wahlberg. Marky Mark war das, ja. Marky genau. Marks, Mark Wahlberg, genau. Genau, der war bei... Money. War der bei Take That? Nein. Mark Wahlberg war alleine, zusammen mit Prince Idol Joe. Aber hatte der nicht der Bruder, war der Bruder nicht bei New Kids on the Block? Genau, Donnie Wahlberg. Donnie Wahlberg. Genau, Donnie, der sich immer zugekifft hat. Ja, richtig. War der Bad Boy. Marky Mark. Genau wie Robbie Williams bei Take That. Ich war mal bei Robbie Williams Konzert. In der Olympiastadt. Kennt einer noch Minuten. Jason Orange von Take That? Der ist komplett untergetaucht. Ja. Ist der jetzt Gangster-Rapper in Lichterfeld? Nee, der hat es einfach geschafft, dass man wirklich überhaupt nichts von ihm weiß mehr, jetzt, was er jetzt aktuell macht und so weiter. Ja, aber muss ja nicht schlecht sein. Was der macht, als der bei Take That war. Ich bin auch untergetaucht. Ja, genau. Bei jedem Trier. Ja. Ich glaube, der fährt jetzt irgendwelche Rennen anonym auf Swift. Ja, genau. Ich finde es gut, dass du dich so mit der Post-Karriere von ehemaligen Boygroup-Sängern auseinandersetzt. Das finde ich gut. Ja, habe ich letztens in einem sehr guten Podcast gehört. Ah, okay. Einen richtig guten Podcast. Apropos Podcast, oder? Okay, dann müssen wir natürlich mehr auf dieses Thema gehen. Da soll es einen neuen Podcast geben. Ja. Ja, ich hab, tatsächlich ist es doch so ein bisschen in dieser Triathlon. Rest Minuten. Es ist doch auch so, du hast doch einen für jeden dabei. Du hast den Sanders, du hast den Teaser.
genau. Ja, richtig geil ist es nicht, ne? Stimmt. Da muss der Lance doch wieder Triathlon machen. Ja. Sag mal, wie lange noch? Du hast Michi Weiß, den Bestboy. Ich hab doch alles. 42. Alles dabei. Heute zählen wir wieder laut von 10 runter, ja? Bitte. Alle? Langsam, bitte, langsam. Aber nicht vergessen, nicht bei 0 losfahren, sondern schon bei 4. 4. Außer Mann heißt Michael Richter. Man kann ins Koppelmenü gehen und dann die Escape-Taste drücken. Da kann man sogar bei 0 die Escape-Taste drücken. Ah, ist ein Katapultstart. Genau. So. Die Roadrunner. 2 Minuten noch, 2 Minuten. 2 Minuten. 2 Minuten, 2 Runden heute, 2. Platz. Wenn wir intern von den Fab vorreden, dann reden wir eigentlich von der Original Boyband, nämlich den Beatles. Und zähl mal die auf, bitte. Ja, Ringo Starr, George Harrison, Paul McCartney und Yoko. Ich wollte gerade sagen, es waren nämlich die zwei. Margaret Thatcher. Nee, da war nämlich noch einer. 21. Nee, das war schon Yoko. Ja, ja. So. Die Stille wird im Nachhinein. One minute. Genau. Stefan hat ja gesagt, er ist als Experte im Pausen rausschneiden. Ja, ja. Scheiße, ich gehe einfach nicht mehr in die Führung. Jetzt sind nur noch wir hier im Fanggleis. Na, einem Team müsste noch hinter uns sein, oder? Ja, ja. 30. GTCA. Oh, ist ja ganz schön einsam hier geworden. Ja. Ich sehe nichts, ich habe noch das Kopfmenü. Wir rollen ja langsam vor. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4 und los. Und ich sag mal so, ich sehe keinen. Du siehst keinen. Fantastisch. Genau so muss es sein. Vielleicht bist du auch vorne. Ja, Sepp ist vorne. Ja, das ist der einzige Mann heute. Alle sind da. Also Daniel hätte schon das denn. Geht schon los. Manny, komm ran. Ja, ja, aber Daniel ist noch weiter weg. Daniel, sprich mit uns. Ich fahre 420 Watt seit dem Start. Genau, und es hat 20 Watt. Ja, wir fahren 500. Also für die andere wird es größer. Ich glaube, Daniel packt das nicht mehr. Okay, weiter. Dani, kannst du DS machen? Ja. Komm.
Apple TV kann ich auf keinen anderen Fahrer wechseln, oder? Companion App. Companion App Friend View. Okay. Es zieht sich, glaube ich, ein bisschen, oder? Geht auch weg. Gleich sind wir oben, komm. Gleich vorbei. Kick. Sehr schön. Komm, kick. Stefan, du bist ein bisschen weg. Gleich geht's runter. Dennis, komm ran. Genau, jetzt müsst ihr euch finden. Jetzt kommt eine Abfahrt. Steile Abfahrt. Sebastian, komm. Sebastian. Aber ihr seid zusammen, ist gut. Und los, und Schwung. Dennis, Schwung mitnehmen. Komm ran, Sepp, jawohl. Sehr schön. Super Reihe. Sehr gut. Super Lücke, wolltest du sagen, ne? Das ist der vorbei. Und schön. Mit Schwung rein. 70. Ausruhen. Und 10. So, jetzt kommt ganz kurzer. Ist schon vorbei. Schön die Reihe. Er hat zur Zwischenzeit 2 Sekunden vor Degler. 2 Sekunden vor Degler und. Nachgemacht, ausruhen. Alles zusammenbleiben. Jetzt ausruhen, jetzt kommt es 4-5% bergab, kurz. Das ist die super schnelle Abfahrt jetzt.
Das Starbucks rollen, das sind jetzt 15%, da kann ich nicht treten. Da kommt gleich ein ganz kurzer Gegenanstieg, dann wird es kurz flach. Jetzt treten, treten, rein treten. Kicken, 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 kicken. Das nächste Ding hoch bis zum Eichhörnchen. Das ist direkt vor. Jetzt geht's los. Schaut, was das nächste Ziel kommt. Danke, Stefan. Danke, Stefan. Nee, Dennis. Nee, Stefan. Die Kurve kick. Ja, aber ich glaube, du kannst schon noch ein bisschen entspannter fahren. So, ihr seid im Kommen, der ist zweigeteilt. Kommt gleich ein kurzes Flachstück und doch dann noch mal eine Minute. Aber ihr seht super zusammen aus. Ich hab's zu tun. Ja, dann. Zu die Orientierung abgefallen. Vorne ein bisschen kürzer, glaube ich. Vorne kürzer. Come on, Sepp. Sepp, dann kürzer. Jetzt kurz Kraft haben. Ja. Kurz flach, einmal durchatmen und dann eine Minute nochmal. Auf geht's, Sepp. Anstieg. Ah, fahrt mal weiter. Ich hab das nicht. Komm, 10 Meter. Vorne kurz. Danach kannst du aus. Danach wird's flach. Vorne keine 5 Watt.
Oh, das ist meine Fünf Watt! Genau! Komm, Sepp, 15 Meter! Komm, komm, komm! Den Sepp könnt ihr jetzt noch mal gut gebrauchen. Jetzt kommt das flachste Stück drauf. Kick! Nee, okay. Aber das wird nichts. Zu weit, zu weit. Du schaffst nicht. Ja, ja, ja. Oh, sorry, guys. Nee. Es darf halt vorne nicht so hart gefahren werden. Oder doof, das ist ja eh zu spät. Okay, weiter. Christian hat den KOM. Zwischenzeit, ihr seid drei Sekunden hinter Dick. Wir sind super. Hier hatten wir letztens die Zeit verloren. Einfach weiter. Danke, Sebastian. Danke, ja. Ja, gerne. Die ersten 7, ersten 8, ersten 9 im KOM sind DSB-HC. Weltherrschaft. Und Sven. Jetzt versucht mal bewusst auf die Reihe zu achten. Das ist jetzt das flachste Stück der Strecke. Geht einmal schnell runter, ganz kurz. Kurzer Kicker hinter der Kurve. Kick, Kick hoch, Kick. Kurz und steil ist der. Naja, so kurz auch nicht, aber. Aber der bringt die Zeit, komm! Und danach, ja, man kann halt nicht einsprinten. Ne, man muss schon konstant hochfahren. Ja, ja. Ja. Machen wir. Genau, und jetzt ist so False Flag bis zum Sprintbanner. Geht so immer minimal berghoch. 5, 6 maximal vorne. Jetzt müsst ihr Formation fahren. Schön. Genau, Formation bringt richtig Zeit jetzt hier. Ja. Der Linie. Sehr gut. Top. Bisschen mehr vorne. Geht schon mehr. Super, Christian. Ein Start. Und rum. Das ist flach. Gleich beim Sprintwertung. Komm. Oh, Richard. Das ist schön. Hast du geübt, Spritten? Ja. Vorne ist es. Scheißegal. Also wir fahren gerade zu 4-5 Sekunden hinter Dillard. So, mal Wattwerte. Dennis 5,2, Micha 4,6. 5,6 ist gut. 4,6. Micha 4,6. Christian 4,7. Benny 4,5. Stefan 5,1. Stefan Leuendorf 5,1. Rausche 4,7. Stark, Jungs. Genau. Schön, Dennis. Schön, die Werte sind richtig geil. Genau, deswegen, also ich hätte jetzt auch gedacht, dass Sky so hart pusht und ist am Anfang schon. Jetzt leider mal hoch.
Jetzt kommt wieder so ein kurzer Anstieg. Sehr gut. Schöner Wechsel vorne, schön lang machen. Und gleich geht's auf die zweite Runde, Männer. Nicht mehr weit. Geh raus. Tschüss. Danke. Jetzt gleich noch mal kurz hoch. Der ist fies. Schön zusammenbleiben, nicht zu ballern. Jawohl. Sehr gut. Ganz stark. Schont euch ein bisschen, weil die zweite Runde fängt auch gleich wieder mit dem Berg an. Sehr gut, schön langgezogen, sieht super aus. Perfekt. Sehr gut. Und ab geht's. Zweite Runde. Halbzeit. Auf geht's, letzte Runde. So, jetzt wart ihr auf einmal 6 Sekunden vor Digler. 6 vor Digler. 8 vor unserem bisherigen Streckenrekord. Achtet auf die Linie, die bringt richtig Zeit. Jetzt kommt wieder der lange, flache Anstieg, der sehr lange. Zusammenbleiben, Leute. Am 6 vorne und am Leib. Das Rennen wird hier nicht gewonnen, aber es kann nur verloren werden. Oh. Ja, da, das sind die. Durchziehen. Sieht sehr gut aus. Schön zusammen, super, schön kompakt. Ganz stark, Christian. Stefan, top. Schön da denn. Ja, Micha, super. Super Reihe. Also momentan ist Digler auf Platz 10. Im Moment ist Digler das Master-Dinger, was Premier League angeht. Geil, super. Wir ziehen uns ein bisschen auseinander. Ja, ach, bisschen Ruhe vor. Geh raus. Geh raus. Christian, Micha. Einer muss übernehmen. Ja, nee, also sag mal ruhig. Nee. Vorne ein bisschen raus. Genau, ja. Yeah. Sehr gut. Micha, top zugefahren. Nach hinten noch ein bisschen mehr.
Rausche, ihr müsst auf Rausche aufpassen, dass der dranbleibt. Stark. Ja, super. Ich seid zusammen. Genau, lass uns lieber schön zusammenfahren, als vorne zu hart. Ah, ihr seid ein guter Einer wieder. Und gleich oben. Ist nicht mehr weit. Also momentan Dennis 5-0, Stefan Neuendorf 4-9, Christian 4-6, Benny 4-4, Rausche 4-6. Und gleich seid ihr oben. Kurz ausruhen. Ja, bis zur Abfahrt weg machen. Jetzt nochmal einen flachen Rippen drucken und dann die Abfahrt. Super. Oh, dann ist der nach hinten aus. Jetzt geht's langsam ab. Langsam runter, 2%. 3. Und nochmal rollen lassen. Ein bisschen mehr noch. Okay. Jetzt Beine mal hochnehmen. Sehr gut. Strom aufbauen. Strom aufbauen. Jetzt nicht weit, komm ich. Genau das. Super, super, super. Ja, ja, Micha, kämpf dich durch. Ist nicht weiter. Jetzt bin ich. Jawohl. Jawohl. Jetzt Formation, versuchen wir Formation euch einzureihen. Ruhig mal hinten ein bisschen ausruhen. 15 Minuten noch, 15 Minuten. Super Reihe, super Reihe, halt das. Ich geh raus. Gut. Sehr schöne Reihe. Jawohl. Ich bin so noch hier vorne. Sehr schön, Stefan. Jetzt konstant durch. Bis oben. Und sehen wir schon. So, nächste Zwischenzeit ist zeitgleich mit Dingler. Absolut zeitgleich mit Platz 10 in der Gesamtwertung gerade. Ganz stark. Da müsst ihr gucken, die sind Zehnter und dann ist wirklich im Sekundenrhythmus kommen die dahinter. Also wenn ihr Dingler schlagt, richtig geil. Jetzt kommt die steile Abfahrt, die 15% Abfahrt. Da könnt ihr einmal richtig ausruhen, richtig rollen lassen. Da drüben treten nichts. Hören Sie, ich gehe gleich raus. Ah, komm, Micha, die Abfahrt ausruhen, Micha. Komm, bis zum Kommen. Abfahrt ausruhen und dann noch bis zum Kommen mitfahren. Micha, komm. Der letzte dran. Schön klein machen, aufhören zu treten, ranrauschen. So, jetzt rollen lassen. Micha, Beine hoch. 15. Ja, genau, nichts machen. Du rollst da einfach durch. Minus 50%. Jetzt kurz antreten und dann kommt ein kleines flaches Stück. Jawohl, Micha. Genau. Jetzt Formation,
Formation fahren bis zum Kommen. Eigentlich nochmal richtig hinten rein, Micha. Hinten rein. Genau, Christian, so ist fantastisch. Micha, danke. Okay. Danke, Micha. Nee, ich glaube, da ist nichts mehr. Super gut. Super gut, Micha. Gut gemacht. Das habe ich nicht hin durchgeführt. 306 Watt bisher. Du bist mitgefahren, Micha. 4,5. Das Ding bis zum Eichhörnchen ist. Das macht die Zeit noch. Ah, super Reihe, sieht gut aus. Step by step. So. Geh raus, Christian. Das Team vor euch könnt ihr noch bekommen. Die sind nur 30 Sekunden vor euch. Ihr macht richtig gut auf die. Hi, Manny, komm. Zehn Minuten noch. Roundabout. 10 Minuten. Jetzt kurz Kraft tanken, kurz bergab und unten Schwung holen in den Komm rein. Vor der Linksbohr. Er war eine steile Linksbohr. Vor dem Komm. Schön nochmal Beine holen, dann gleich geht's nochmal um alles. Okay, was aufbauen? So, Druck aufbauen. 3, 2, 1, zusammenbleiben. Nicht zu hart. Jetzt seid ihr viel bisher. Ein gewisser Christian Kramer hält hier die Bestzeit auf dem Segment von der ersten Runde. 2:32, beste Zeit bislang. Das heißt, er ist schneller als der Bomber gefahren. Ja. Geht. Dennis ist die fünfte Zeit gefahren, Micha die sechs schnellste, Stefan acht schnellste, La Bomba 10 schnellste. La Bomba 2:35, wir 2:32. Unten am Kommen wart ihr 4 Sekunden vor Digler. 4 Sekunden davor. Ja, das sind schon 50, 60 Meter. Es ist weiter, Christian, genau so. Jungs, Achtung! Jetzt raus. Schön dranbleiben. Aber super kompakt, schöne Reihe, sieht toll aus. Jetzt kommt der Kreisverkehr, der ist ein bisschen flach. Ein, zwei Tritte kurz ausruhen und dann Vollgas die letzte Minute. Genau. ...32,26 hat Digga oben. Solltet ihr toppen. Bleib dran, Dennis. Wo ist Dennis? Komm, Dennis, Kampfsau. Da ist das Ziel. Stefan, ein bisschen kürzer. Aber Stefan, ruhig, da kommt direkt die Abfahrt.
langsam, Stefan, da kommt direkt die Abfahrt dahinter. Komm, Dennis, komm, komm, komm. Kürzer vorn. Immer noch kürzer. Stefan, 10 Meter Lippe. Jetzt, langsam. Direkt, da kommt die Abfahrt. Schön, Dennis. Druck, Druck, Druck. Come on. Jawohl. Komm, Stefan. Zwei Tritte am Aussetzen. Komm. Super. 32, super 20, geil. 6 Sekunden. Habt ihr Vorsprung? 6 Sekunden. 6 vor, Digga. Das heißt, es sind 2 Sekunden mehr geworden. Schön. Abfahrt. Vorsprung. Christian Kramer, Bestzeit am Kommen. Gut. Jawohl, Benni, genau. Einfach rollen lassen. Noch tanken. Ist nicht mehr weit. 6 Minuten noch. Sprung aufbauen. Schön, Dennis. Und. Ja, danke. Jetzt kommt der U-Turn links mit so diesem mittelkurzen Steigen danach. Und Schwung mitnehmen. Schwung mitnehmen. Reinhalt. Schwung mitnehmen. Auf geht's. Jawohl. Sehr gut. War super. Rausche, zieh dich ran da. So, letzte Sprintwertung gleich. Super, Benni. Christian. Bei nur 35,11. Digga. Jawohl. 4 Sekunden vor Digga. Jetzt kommt der Endspurt. Noch 4 Minuten. Jetzt noch genau 3 Minuten. Aber wenn er jetzt drückt, kommen wir in die Top 10. Geh raus, komm. Los, Jungs, komm. Fahrtformation, aber richtig, richtig fahren. Los, noch 150 Sekunden. Und wir können noch einen verlieren. Noch 200 Kurbelumdrehungen ungefähr. Bam! Sehr schön. Team vor euch ist 10 Sekunden weg nur noch. Wie holt ihr euch, Jungs? Hey! Schau mal kurz mal. Drop out. Jetzt kommt kurz mal 10%. Kurzes Ding 10%. Bin ich wieder da? Und
Gleich da. Ist nicht mehr weit. Komm, Jörg, komm. Ganz stark. Jawohl. Hammermäßig. Und. Super, Dennis. Anderthalb Minuten. Komm, Dennis. Jawohl. 38, 48 müsste jetzt Zielzeit. 38, 48 unterbieten. Oh, vorne rechts und dann nur noch hochballern. Ab jetzt letzte noch eine Anstieg, Minute. Aber zusammen. Zusammen, 60 Sekunden noch. Einer kann noch raus. Bleib dran. Jawohl. Jetzt sprintet die ersten vier aus. Die ersten vier aussprinten. 30 Sekunden noch. Ist noch zu früh. 30 Sekunden, würde ich sagen. 30 Sekunden. Komm, Stefan. Komm, Stefan. Kürzer, kürzer. Weiter. Voll durch. Jetzt alle durch. Treten. 20. Alle zu direkt. Ihr braucht den Wert. Komm auf, Dennis. Jawohl! Auf geht's! Jawohl. Bam! Auf jeden Fall vor Digga. Ah. Geile Nummer. Hat einer eine Endzeit? 50.004. Nur 4 wäre langsamer. Oder? Nee, war 004, ne? Okay, ja. 51.004. Eine Sekunde vor Digler. Ja, die 12 Sekunden damit reingespaschen. Ja, ja. Oh Gott. Mich Show me the meaning of being lonely. Oh. Ja, Leute, sorry, aber. Sehr, sehr geil gekämpft. Sehr, sehr geil. Ich war 12. Hey Leute, sorry, aber das ist echt übel. Stefan, hattest du zwischendurch mal Dropouts gerufen? Nee, Christian. Christian, genau. Okay. Er war zweimal raus, glaube ich. Ja. Du merkst es, ne? Genau, du merkst, du fährst immer vorne raus, glaube ich, so ein bisschen, ne? Mit Absicht und dann. Deswegen. Ja, das heißt, ich weiß halt gar nicht, wo ich bin, und bevor ich locker lasse, ja, genau. Rein, in der Hoffnung, ich bin dabei. Ja, deswegen, hast du auch den KOM geholt, weil du es nicht wusstest. Einfach, das ist gecheatet, ja. Ja, auf der ersten Runde war das auch schon passiert, ne? Ja. Du warst nämlich einmal weg. Das war in der ersten Runde und dann in der zweiten Runde, aber nach dem Spiel in der ersten Runde. Ah. Schön. Kann nicht mehr. Oh Gott. Oh, ey, das war fast eines der besten Rennen, Leute. Will ich auch sagen. Ja. Ja. Oh Gott. Da ja, glaube ich, auch die beste Mannschaft, die ihr jemals hattet. Ich bin ganz hier. Ja, Quatsch, nee, ich meine jetzt mit sechs Top-Leuten. Fand ich mir schlecht. Nee, mit 5, oder? Ja, 5. Ja, Sven ist hier raus. Sven.
Ich meine, das war schon Zeichen, wenn du dann rausdroppst mit der Acht in dem her. Also nein, das wäre wirklich so stark. Also, ne, ich meine, ich muss mal erstmal loswerden. Ja, mein Ziel war einfach nur länger als letztes Mal. Ah. Da bist du doch mit dem Ziel gefahren, oder? Nee, letztes Mal war. Ach nee, ja, davor war London. Dieser lange Anfangsberg in der zweiten Runde. Ja. Jetzt kurz vor diesem Flachstück. Oh Gott. Oh, ich bin mal gespannt, was das wird, aber wenn die jetzt auch diese neue Klasse noch einführen, dann sieht das gut aus, oder? Ja, sieht für mich ganz gut aus. Oh Mann, ey. Aber da muss ich halt so, Bigler hat sie nochmal ganz schön sein Game ein bisschen hochgeholt. So, wir sind in Ergebnissen drin. Also wir sind 1,3 Sekunden vor Digler. Und davor ist 27 Sekunden Lücke. Also das wäre war nicht realistisch. Ja. Also okay, eine Sekunde vor Digler, 2 Sekunden vor den 14. Also wir sind 12. Okay. Digler 13 und 2 Sekunden vor dem 14. Wir brauchen nur einen Absagen, nicht? Ich glaube, La Bomba fällt auch gar nicht PL. La Bomba fällt auch, glaube ich, gar nicht PL. Und La Bomba ist 6er, 7er. Ja, aber die fahren nicht. Die fahren, glaube ich, nicht. Es sind auch heute nur 6 Teams PL gefahren, was ich ein bisschen schade finde. Also, Espresso. Oh, das war jetzt aber wirklich heute. Oh, Scheiße. Bis da, Micha, alles gut. Ja, ist gut. Ich muss mal gucken, was die Durchschnittswerte waren. Wenn ich stehen da kann, wenn einer mal ins Stream guckt, können wir mal gucken, was das für Durchschnittswerte waren. Ja, genau. Ja, ich glaube, ich bin beim zweiten Mal kein Vorwurf. Da war ich schon nicht mehr mit drei wahrscheinlich. Das habe ich angesagt. Dennis und Stefan Leulendorf 4,8. Ja. Christian 4,6. Aber der ist da immer vorne gefahren. Fuchs, Stefan, ich habe von dir das Zurückfahren gelernt und hab versucht, so gut wie möglich zu machen. Ja, kann man nichts zu sagen, ja. Ich habe hier nichts mehr zu tun. Benni 4,4, Rausche 4,5. Ein guter Lehrer, du warst. Ja. Ja, wie mit Darth Vader und, wie mit Obi-Wan Kenobi und Anakin. Lieber nicht. So, wo ist das? Wir sind ein hinter Wollen, lieber Mann, ey. Das ist aber krass. Ich habe sowohl 10 Minuten als auch 20 Minuten Rest, Alter. Ich kann kotzen, ey, Alter. Boah. Ah, ja. Ey, ich hab nur noch Sterne gesehen, ey. Ja. War so schlimm, weil ihr alle geschrien habt, Dennis, ey, das hat mich so gepusht nochmal. Du meinst noch ganz beim Schluss Sprint, oder? Ja, ganz zum Schluss. Ich war hier fast vom Rad gefallen, Alter. Ja. Das war halt schon hart, ne? Ihr beide wart ja so 25, 30 Meter dann schon weg gewesen. Wir waren dann nur zu dritt, ne? Deswegen. Ich hab nur auf die Meter geguckt, wie viele Meter da waren. Das ging so langsam. Aber überleg mal, das war der Endspurt von der, bei der WM, ne? Und wenn du vorher 260 gefahren bist, dann das Ding, das ist der Wahnsinn. Das ist schon geil. Bei 10 Grad im Regen. Ja, genau. Ganz, ganz starkes Rennen. Ganz, ganz starkes Rennen. Also, das war echt wirklich episch, ja. Das ist auch eine der härtesten Strecken, glaube ich auch. Also da, Und Christian hat den Komm, weiterhin. Hammer. Hat aber kein Trikot. Hat kein Trikot, oder? Nee. Ich habe ihn hier gerade. Ich bin hier gerade im Stream. Mit seinem Giro. Komisch, weiß ich nicht, wie der heißt. Keine Ahnung. Den gibt's für Level 50, glaube ich. Oh. Vanquish heißt der, glaube ich, welchen Ding ist nicht wie der Aston Martin. Genau.
Ja, ich würde den Stream jetzt mal ausmachen, es sei denn, es gibt noch Fragen im Chat oder Beileidsbekundung. Aber ich sehe da gerade nichts. Die Folge wurde gesponsert von Three Bad Air Forest. Ja? Wurde und Aspirin, Aspirin und Ibuprofen. Nee, die wurde. Das haben wir uns selber gemacht, alles hier. War schon ganz gut. Ja. So, danke fürs Zugucken. Wir sind erstmal raus, was den Stream angeht. Und ja, der nächste Stream ist, glaube ich, nicht lange auf sich warten. Vielleicht der nächste Woche tatsächlich schön in der Premier League. Gut, dass da unsere stärksten Leute unterwegs sind nach Österreich. Aber nun, wollen wir nicht drüber. Wollen wir nicht weiter drüber nachdenken. Mach's gut. Ja. Gotcha. Good fight, good night. Good fight, good night.